Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport Inc. Hier aus der Karriere. Was ist das denn? Erdbeben gibt's auch noch. Ach du. Meine Güte. Gut. Wir haben hier beim letzten Mal, sind wir hier nach Tschechien weitergefahren. Und der heutige Plan ist, dass wir weiter nach Deutschland fahren. Von hier aus können wir nämlich auch noch weit, viel drumherum weitergehen. Und vor allem hat Deutschland unfassbar viele Städte. Und wenn ich hier so zum Beispiel durchklicke, hier, Städtin, ne? Haben wir schon mal 4 Städte, die wir alleine mit dieser einen Stadt da verbinden können. Posen hat auch noch 2 Städte. Breslau hat auch noch München. Ostrava, okay. Ostrava hat nix. Warschau, Dortmund. Ne? Also wir haben schon von unserem Gebiet aus viele Verbindungen, die wir rüberbauen können. Und halt innerhalb von Deutschland bestimmt auch noch viel. Deswegen würde ich sagen, wir lassen die Zeit gerade mal ein bisschen weiterlaufen. 390 sind es, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Die haben wir jetzt jeden Moment. Und easy. So, 390. Deutschland, Lizenz kaufen. Jawohl. Wir fahren immer weiter. So, Städtin Berlin. Städtin Hamburg jetzt, würde ich sagen, nicht. Da ist halt eine Bahn. Ich kann es ja versuchen. Ich glaube aber realistisch gesehen eher nicht dran. Wobei, ne, einfach nur, dass eine Bahnverbindung da existiert, haben wir ja schon gesehen, ist noch lange kein Argument. Aber das funktioniert tatsächlich nicht. Deswegen machen wir so. Die löschen wir erstmal wieder. Und setzen hier mal einmal das volle Programm. Also sowas hier. Da gehen gerade die Löhne wieder raus. Das ist in Ordnung. Das haben wir ja mehr oder weniger schnell wieder alles reinbezahlt. Huch! Das ging aber schnell, du. Junger Vater. Du bist zweimal hin und her gefahren, fast direkt defekt. Das ist ja mal... Helder. Du bist nicht weit gekommen, Junge. Städtin Leipzig. Ah ne, Berlin-Leipzig. Ich werde erstmal noch... Zwei. Die Kapazitäten sind da. Erstmal noch sowas hier draufsetzen. So, wir warten, dass der Bus wieder da ist. Der müsste ja eigentlich gleich kommen. Die Busfahrer wollen natürlich mal wieder mehr Gehalt. So wie immer. So, der Bus ist wieder unterwegs. Okay, die defekten Fahrzeuge fangen wieder an, viel zu werden. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier Leipzig. Leipzig, Berlin? Berlin. Hier oben, dann können wir jetzt zum Beispiel Nürnberg oder Prag. Ah, ne, Prag nicht. Nürnberg. Berlin, Nürnberg. Depots bauen. Dann hat Berlin jetzt zumindest mal nach Städtin seine Linie. Dann machen wir Berlin-Leipzig. Da können wir, glaube ich, mal so einen Bus draufsetzen. Gehen wir eins Geld runter, dann müsste das auch passen. Und so ein Bus. Huch! Fort. Okay.
Dann machen wir Berlin-Leipzig nicht so mit dem Bus, sondern zum Beispiel Leipzig-Hannover. Naja, sofort reisen. Jawohl. Wie schnell wird es wieder aufgefüllt? Je nachdem können wir dann direkt einen zweiten Bus. Da könnte man einen zweiten Bus draufsetzen. Ihr seid mittlerweile bei 5000. Als Gehalt. Wo ihr angefangen habt, mal bei 2,5. Ihr habt euren Gehalt verdoppelt. Leute, jetzt ist aber irgendwann mal gut hier. So, was hat Leipzig hier noch Schönes? Leipzig nach Prag. Haben wir noch mal sowas und sowas. Jawohl, ja nee. So. Nürnberg München, Nürnberg Stuttgart, Nürnberg nix. Okay. So. Nürnberg-Stuttgart, das sind ja Linien, die kennen wir aus den allerersten Folgen schon. Habe ich den gerade einen Riesenbus gekauft? Ich habe den gerade einen Riesenbus gekauft. Das war jetzt natürlich nicht so der Plan. Junge, du... Alter. Du musst hier Gewinn aus den Leuten saugen, aber ohne Ende. Na, so viel dazu. So, München-Nürnberg. Hat zumindest mal sowas. Ah ja, und ich hab... Okay. Warten nochmal ganz kurz, bis Geld wieder da ist. Wir haben ja gesagt, Nürnberg will ich auch direkt ein Depot bauen. Einfach nur, damit es schon da ist. Bevor es zu spät ist. Wie lange sind die Straßensperren noch? 5 Tage. 4, 3, 2, 1. Und ab geht die Fahrt. Wow! Nach der Vollsperre kommt erstmal wieder Baustelle. Grandios. So, nein, nicht Depot hier. Oh. Das war jetzt nicht ganz wie erwartet, aber okay. Ja, passt. München, Frankfurt. Mhm. So. Ja, hier, guck mal, zum Beispiel noch Österreich könnten wir auch noch die Lizenz für holen. Das wäre vielleicht der nächste Plan so. Und ich denke zum Beispiel mal für hier Prag-Leipzig, da können wir auch noch einen zweiten Pritschenwagen holen. Wissen wir ja hier aus Construction Simulator, das heißt Pritschenwagen. Wo ist denn der hin? Ist der jetzt genau exakt? Nee, hä? Ah. Okay. Ich würde sagen Rückzug. Wo haben wir hier? Hamburg, Hannover. Belassen wir es da bei einem Fahrzeug. Ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und Hamburg, Hannover hat auch noch sowas hier und sowas hier. Voll. Grandios. So muss das laufen.
Hier haben wir aber definitiv Luft nach oben. Und schon wieder hier. Nochmal 200 auf euren Gehalt. Spritpreiserhöhung, Dankeschön. So, jetzt läuft ja aktuell. Ja, was haben wir hier? Frankfurt, Stuttgart haben wir aktuell noch nichts. Ihr bekommt einen Bus. Und... ach so, nee. Ich glaube, da hatte ich nämlich gerade den Pritschenwagen und der wurde nicht voll. Ich glaube, das war ja gerade hier das Thema. Stuttgart, München. Oh, nee. Das ist Frankfurt, München. Oha. Das ist sehr knapp berechnet, aber es passt. So, Nürnberg, wie haben wir es hier aktuell noch? Haben wir Nürnberg, München noch keinen Bus? Ernsthaft? Doch, wir haben zwei Busse jetzt. Naja. Kann sein, dass es reicht, kann sein, dass es nicht reicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, wie sieht's aus? Dortmund. Dortmund, München. Dortmund, Stettin. Dortmund, Warschau. Ja, Alter, wisst ihr was? Hier, ihr kriegt einfach direkt das Maximum. Und dann lasst ihr mich bitte in Ruhe. So. Das kaufen wir. Das kaufen wir. Das Budapest auch noch mit. Budapest auch noch mitnehmen. Komm. 135. Gib ihm. So, es hat Linz schönes. Linz, Hannover. Linz, München auf jeden Fall. Linz, Graz. Yep. 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 Wunderbar. Was haben wir hier? Graz, Wien. Und Graz, Bratislava. Graz, Bratislava. Einmal Güter für Wien. Einmal Passagiere für Bratislava. Oh. Ja gut, da gibt's schnellere Wege. Aber ich denke mal, das sollte so passen. Dann haben wir Graz. Alter, Graz hat auch echt. Graz hat echt viel. In Graz kommen wir eigentlich überall hin. Versuchen wir mal das. Das ist jetzt eher ein Versuch einfach. Also. Das sieht doch gut aus. Und wie viel kriegt der Bus jetzt dafür? 3000 fast. Ja, das sieht doch wunderschön aus. Also Graz müssen wir echt hier stark verbinden überall hin. Ich frage mich gerade. 13.000. 120 km/h. Mindestens. Na, ist gut, dass wir das ja jetzt hier. Was hat Graz denn für an Anbindung? Ach so, über die Schiene. Das ist doch. Kannst du mir das erzählen? Nein. So, ansonsten hier Budapest. Budapest kommen wir überall hin. Das ist wunderschön. Machen wir einmal hier.
Einmal so, einmal so. Perfekt. Dann Budapest. Das Ding. Einmal so, einmal so. Na, voll wird er nicht. Und Budapest, Bratislava. Einmal so. Uch. Huchts. Nee, nee, nee. Wir können da mal versuchen. Und Budapest. Na, hier, so ein Bus. Perfekt. Und dann Budapest dahin. Perfekt. Budapest dahin. Ja, mal ganz kurz warten. So, dann haben wir Budapest eigentlich in der direkten. Aufruhr in der Stadt. Unruhen stoppen alle Transits in der Stadt. Wo? Berlin. Gehen da jetzt die Corona-Demos los, oder was? Ja, Berlin hatte letzte Folge ja noch Corona. Und jetzt ist Aufruhr da. Gut. Mache ich nochmal ganz kurz das da. Da können wir einmal das volle Programm. Ja. Jein. Nee. Ich würde denken, das ist in Ordnung so. Hier noch sowas Kleines. Na, Tatsache. Funktioniert irgendwie. Gut. Also. Ich würde sagen, mit dem Chaos, was wir jetzt hier veranstaltet haben, verabschiede ich mich dann wieder für diese Folge. Nächste Folge machen wir dann definitiv hier, wenn wir schon Deutschland haben, hier zum Beispiel mit, was war's? Nürnberg? Ja, zum Beispiel hier, aber vor allem zum Beispiel Warschau, hier Dortmund. Nee, das erste Klasse ist eher schlecht. Aber zum Beispiel auch, ne, also Hamburg hatte, glaub was. Hier Hamburg, Danzig zum Beispiel. Das sind, denke ich mal, ganz interessante Bahnstrecken, die wir nächstes Mal dann bauen. Deswegen, wie gesagt, nächstes Mal der Plan, Bahnlizenz kaufen und dann ein paar Zügler fahren lassen. Mal sehen, wie das gehen wird. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüsselü.